alles, was ihr wissen solltet, bevor es am 12. Mai in Tears of the Kingdom geht. Egal, ob ihr euer Gedächtnis auffrischen wollt oder Breath of the Wild nicht gespielt habt, nach diesem Video wisst ihr, was es zu wissen gilt für Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom, genau wie Breath of the Wild, wird ein Open-World-Spiel sein. Das bedeutet, ihr könnt alle Gebiete der Karte frei bereisen, ohne Ladezeiten und ohne Einschränkungen. Dieses Mal nicht nur auf Land, sondern vermehrt ebenfalls weit oben im Himmel, auf fliegenden Inseln. Außerdem könnt ihr selber entscheiden, wo es euch hin verschlägt und habt die Möglichkeit, die Welt so zu erkunden, wie ihr es möchtet. Es wird hier und da ein paar Storyteile geben, die straightforward sind, aber im Großen und Ganzen könnt ihr eure Reise so gestalten, wie ihr möchtet. Dazu gibt es ebenfalls wieder richtig spannende Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Zeitumkehr, die euch die Erforschung der Welt einfacher und vor allem spannender gestalten. Kommen wir zum Storyteil, den ihr braucht, um zu verstehen, worum es in Tears of the Kingdom geht. Genau wie jedes andere Zelda-Spiel könnt ihr Tears of the Kingdom auch ohne vorher ein anderes Zelda-Spiel gespielt zu haben verstehen. Es trägt aber extrem dazu bei, eure allgemeine Erfahrung in Tears of the Kingdom zu steigern, wenn man die Geschichte von Breath of the Wild kennt. Ein sehr wichtiges Story-Element, welches bislang nicht in Breath of the Wild genannt wurde, aber extrem wichtig für die Zelda-Serie ist, ist das Triforce. Erschaffen wurde es durch die drei Göttinnen, Nairu, Din und Farore. Traditionell ist das Triforce in drei Teile gespalten, sowohl Link, Zelda als auch Ganondorf besitzen eines davon. Link, das Zeichen des Mutes, Zelda, das Zeichen der Weisheit und Ganondorf, das Zeichen der Kraft. Da Ganondorf in Tears of the Kingdom in seiner menschlichen Gestalt zurückkehren wird, haben wir die Möglichkeit, mehr über das Triforce zu erfahren. In der Hauptgeschichte von Breath of the Wild gibt es grundsätzlich drei unterschiedliche Zeitlinien. Es gibt die Legende von der Verheerung Ganons. Ganon, der seine physische Form aufgegeben hat, nach Generationen von Niederlagen im Kampf mit der Prinzessin und dem Held. Vor 10.000 Jahren gab es eine Zeit, als Hyrule sehr fortgeschrittene Technologien besaß und die meisten Gegner im Prinzip keine Bedrohung darstellten. Die Sheikah brachten die Technologie vorwärts und arbeiteten zusammen mit den Hylianern, um die Verheerung Ganon zu besiegen. Es gab 4 antike Titanen, die Recken, die Prinzessin und den Helden und zusammen haben sie die Verheerung Ganon zurückgedrängt. So viel zur Legende. 100 Jahre vor den Geschehnissen von Breath of the Wild hatte sich das Königreich erneut vorbereitet, da es eine Prophezeiung gab, dass die Verheerung Ganon zurückkehren würde. Daher haben sie nach 4 Titanen gesucht, diese gefunden, neue Recken ausgewählt, einen aus jedem Volk, aus den Gerudos, den Goronen, den Zoras und den Ornis. Angeführt von Zelda und ihrem Ritter Link, bereiteten sie sich auf den bevorstehenden Kampf gegen die Verheerung Ganons vor. Doch es gab ein Problem. Prinzessin Zelda, in deren Adern das königliche Blut fließt und die Verbindung zu der göttlichen Kraft inne ruht, konnte diese Verbindung nicht herstellen. Zelda besuchte viele unterschiedliche Orte und göttliche Quellen und betete dort zu den Göttern, doch die göttliche Kraft blieb aus. Und letztlich griff die Verheerung Ganon an und richtete ein extremes Chaos in Hyrule an. Die 4 Recken und die 4 Titanen fielen im Kampf. Ganons Bosheit verderbte die gesamte Sheikah-Technologie, welche fortan für ihn arbeitete. Und Link und das Masterschwert wurden schwer verletzt. Im allerletzten Moment, bevor Zelda und Link dabei waren zu verlieren, beschwörte Zelda in voller Verzweiflung und Zuneigung zu Link ihre göttliche Kraft. Sie drang die Wächter zurück, rettete Link und brachte das Mastersword zurück zum Dekobaum, um das Schwert sich selbst reparieren zu lassen. Link wurde in einen 100-jährigen Schlaf in einem Schrein versetzt, um ebenfalls zu regenerieren. Während diesen 100 Jahren hielt Zelda Ganon die gesamte Zeit
mit ihren göttlichen Kräften zurück. Bis Link bereit ist und das bringt uns zu den Geschehnissen in Breath of the Wild. Nach 100 Jahren erweckte Zelda Link mit ihrer Stimme auf. Er ist geheilt, doch hat seine Erinnerung von damals verloren. Also geht Link aus dem Schrein heraus, aus Plateau, findet einen alten Mann, der sich kurz darauf als der Geist des alten Königs von Hyrule offenbarte. Und der König gab Link die Aufgabe, sowohl Ganon zu besiegen, als auch seine Tochter Zelda zu retten. Auf diesem Weg erlangte Link seine Erinnerungen zurück, fand das wiederhergestellte Master Sword, eroberte die vier Titanen zurück, die während des Angriffs durch Ganon in dessen Kontrolle übergingen, und arbeitete zusammen mit den Geistern der vier Recken und deren Nachfahren. Link schaffte es, die Verheerung Ganon letztendlich in einem finalen Kampf genug zu schwächen, sodass Zelda ihn versiegeln konnte. Nach all dem sieht es so aus, als würde es Zelda und Link gut gehen. Hyrule ist gerettet und die Geister der vier Recken und der König können nun endlich in Frieden ruhen. Zelda und Link beginnen ihre letzte Reise, um Hyrule zu seinem früheren Glanz zu verhelfen und womöglich sogar darüber hinaus. Und das ist alles, was ihr vor Tears of the Kingdom wissen müsst. Ich hoffe, euch hat diese Art von Video gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr zum kommenden Tears of the Kingdom nichts verpassen wollt, würde ich mich ebenfalls extrem über ein Follow auf den Kanal freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.